Mal den Einlauf. Bienvenido, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Die drei Herren vom Film sind wieder da mit einer großen Unpacking von meiner Käufe. Nicht verpackt, aber zum Ausgucken. Und ich habe eingeladen, beide, um denen zu sagen, wie gut oder wie schlecht Film. Nachdem ich jetzt ja meine Kommentare zu meinem Einkauf gesehen habe, von Perlen. Von die Säule. Bin ich gespannt, was die anderen beiden Herren zu den neuen Perlen in meiner Sammlung sagen und natürlich auch, was ihr dazu sagt. Also, schaut an. Let's go. Ja, wenn du nicht anfängst, fange ich an. Juan of the Dead. Ja, habe ich gesehen. Schöner Film. Anders. Also, ja, ist halt ein Zombie-Film, aber anders. Ja, schon gesehen? Nee. Nein. Dann spoilere ich jetzt auch nicht. Ist ein schöner Film, ist anders, ist, ja, wie soll man erklären? Hast du eine andere Aussage? Ist halt, ja, ich darf ja jetzt nicht so viel spoilern, weil dann versorge ich dir einen Film. Zombies vielleicht? Es geht natürlich um Zombies, aber nicht, in erster Linie. Er ist halt ein bisschen anders, aber er macht trotzdem Spaß und vor allem die Endsequenz, die hier auch angedeutet ist, hier oben, ist sehr, sehr schön. Ja, den habe ich ihm besorgt, sozusagen. Danke dir. Weil ich bei Amazon was bestellt habe und dann kam so, ach, der kostet ja nur so viel, bestell mir den doch bitte mit. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich habe ihn ja dann auch geholt. Alleine lohnt sich das nicht. Genau. Nimm mal Sammelbestellung. Habe ich gekauft, weil Zombie wieder aktuell Mode sind und auch, weil der Film in Havanna spielt. Und ich habe irgendwie eine Kritik gelesen, dass der kubanischer Film und ja, dann schauen wir mal. Ach, den habe ich vergessen. Hier ist ein Film, den nehme ich direkt mal mit. Davon kannst du dich schon mal trennen. Die Monster AG in einem schönen Steelbook. Und das ist für mich, das ist mein immer noch persönlicher, absoluter Lieblingsanimationsfilm. Da kommt kein anderer dran. Der ist einfach nur für mich Bombe, Zalando, extra. Wie auch immer. Ja, also, ja. Da kommt echt keiner ran. Das ist meine absolute Nummer 1. Ja, nee, ist schon ein guter Film. Ja, ist super. Nee, definitiv. Kenne ich nicht. Braucht man nicht mehr so viel zu sagen. Aber es ist die DVD. Den hatte ich als Blu-ray gekauft. Den kriegst du als Blu-ray gar nicht mehr. Ja, dann sehe ich gerade, das ist die DVD davon. War eine Prämie aus dem Premium-Shop. Und ich kenne den, glaube ich, nur mal, den einmal, glaube ich, gesehen. Mon Dieu. Ja. Mon Dieu, mon Dieu. So, James Bond nimmt dich in Acht. Agent 68 ist unterwegs. Die nackte Bombe. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also privat. Noch nicht hier auf Video. Private. Private. Den habe ich mal vor Jahren. Ja, genau, an diese High-Szene kann ich mich erinnern. Es gibt nämlich eine High-Szene. Das weiß ich nämlich noch. Ja. Es ist irgendwas, wie gesagt, Bombe, Bums und alles nackt. Dann kann ich mich erinnern. Den habe ich irgendwann mal, boah, schon Jahre her, habe ich den gesehen. Und an die High-Szene, wie gesagt, kann ich mich erinnern. Cinema Finest Collection. Ja, müsste ich mich reinsehen. Ich weiß sonst nicht mehr, worum es geht. Bis auf, dass da Bomben explodieren und alle nackt sind. Und so schmuddelige Sachen. Und dass einer mit dem Hai kämpft. Ich kenne mich. nicht zu verwechseln mit die nackte Kanone. Nein. Ja, ich nehme an, eine... Moment, da gibt's. Ich habe doch letztens auch einen davon ausgepackt von AG 68, oder? Ich weiß nicht, aus 117? Stimmt. Das ist das Resultat aus Trailer auf einer schlechten DVD gucken. Mhm. Wo dann doch irgendwie die Trailer besser waren als gedacht. Und ich jetzt mittlerweile auch von den Filmen, wir erinnern uns an mit Lippenstift und Eiscreme, auch einige von gekauft haben. Und die nackte Bombe hat mich überzeugt, weil Bond-Parodie scheinbar. Und auch, ich spiele in einem Freizeitpark, weil das ist, glaube ich, hier Universal Studios. Ich meine auch, ja. Aufpoppt. Könnte auch die High-Szene erklären. Ja. Ah, hi, hi. Ah. Okay. Oh, der Depp, der Johnny. In Rum Diary. Kenne ich nichts, kann ich nichts zu sagen. Kenne nichts. Johnny Depp als ausgebrannter Journalist in der Karibik, schräg, lustig, berauschend. Ja. Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ein Rum-Tagebuch. Tja. Das, oh, Entschuldigung, das ist doch... Ische. Na, Das ist Ische Amber Heart.
Amber Hart? Ne, okay, dann verwechsel ich die gerade. Auch Aaron Eckhart spielt auch mit. Two-Face. Und Giovanni Ribisi. Der spielt hier auch überall mit. Ja, der liest den wie auch überall. Nee, kenne ich nicht. Ich dachte, spielt auch Puerto Rico. Scarlett Johansson, dachte ich, jetzt wäre das auf Puerto Rico. Ich dachte, es wäre auch Havanna gewesen, aber es ist Puerto Rico. Spielt aber in den 50ern, ja Ende 50er. Und Johnny Depp. Mal gucken, ich kenne es noch nicht. War eine Laune. Ich meine, der Film ist ja super, aber du einen Schnepper kaufst, ist halt sehr ungewöhnlich. Laune. Steven Seagal, Alarmstufe Rot 2. Diesmal sind wir im Zug und er ist immer noch der Koch. Das ist übrigens auch was, was mich angeregt hat. Zu kochen. Habe ich auch auf meiner Liste. Ach, das hat dich angeregt. Hast du jetzt das vielleicht gesehen? Keine Ahnung. Schöne Grüße an dieser Stelle an den, wie heißt er noch, Cybertronian Soldier. Ah. Der hat nämlich in seinem letzten Unpacking ausgepackt. Der hat nämlich jetzt alle Filme von Steven Seagal sich zugelegt. Alle? Alle. Der hat also auch eine ganze Regalreihe jetzt irgendwie voll. Nur. Und das würde ich auch mal tun, weil dann kann ich endlich... Mit ihm mithaben. Habe ich endlich Gesprächsstoff auf Partys, wenn man nur wieder vorbeikommt. Nein! Aber dann kann ich mich über Steven Seagal vor allem unterhalten. Ja, ich meine, er hat ja auch ein paar coole Filme gemacht. Genau. Und, aber das war so der ausschlagende Punkt, wo ich sagte, das machst du jetzt auch mal lang, weil du echt mal deine Serie mal komplettierst. Bitte nicht lieber eher Tom Cruise vorstellen? Nee, damit fange ich dann ganz zum Schluss an. Oder Julia Roberts? Nee. Oh. Aber eines könntest du vervollständigen. Ruckzuck. Filme mit Tom Cruise und Julia Roberts. Ja, das ist ganz relativ einfach. Das hast du schon. Ne? Nein, wir schweifen ab. Total. Ich fand den zweiten nicht ganz so gut wie den ersten. Echt nicht? Ich fand den zweiten besser. Stimmt, ich habe gar keine Meinung abgegeben. Ich fand den zweiten besser als den ersten. Ich fand den ersten besser als den zweiten, aber ich fand ihn jetzt noch okay. Am ersten fand ich eh das geilste Bier, dem Johnny, ach Johnny, Tommy Lee Jones, das Messer in dem... Johnny Lee Jones? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones so... Aua. Das Messer in den Kopf rammt. So was passiert, ja. Deswegen ist er ab 18 wahrscheinlich. Im ersten, nicht im zweiten. Im zweiten spielt aber die Jokes nicht mit. Ich kenne den nicht. Aber da gibt es auch eine geile Szene, wenn ich spoilern darf, so Finger ab. Mhm. Finger ab. Was ich zu dem Film sagen kann, in den frühen 90ern, späten 80ern, frühen 90ern, habe ich Kinomarktforschung gemacht. Ihr kennt das, ihr steht auf der Straße in der Innenstadt und immer spricht euch so ein Mensch an. Hätten Sie nicht Lust, mal einen Kinofilm umsonst zu gucken? Und da muss man die Leute davon überzeugen, ja. Da habe ich noch nie einen gefunden. Die wollen immer nur Geld von mir für irgendwelche Tiere. Das waren auch die frühen 90er. Da musste man halt Leute dazu animieren, sich kostenlos einen Film anzuschauen. Nachdem sie den Film gesehen haben, mussten sie die Urteile in Form eines Fragebogens ausführen, einem Preview sozusagen. Und das war einer davon, wo ich auch irgendwie null Interesse hatte, den Film anzuschauen. Auch diese Leute, die man dafür werben musste, waren schwieriger als bei Batman 2, für den wir auch Werbung machen mussten. Und naja. Ich kann mich auch nicht an meine Ergebnisse erinnern. Und ob der Trailer dann aufgrund dieser Ergebnisse neu geschnitten wurde. Aber jetzt habe ich mir auch einen angucken. Okay. Ja, den nächsten, den haben wir schon in einem anderen Video so angeschnitten. Empire. Abgeschnitten. Empire State mit Liam Hemsworth und Dwayne Johnson. The Rock. The Rock. Die Straßen von New York. Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Nee, ich auch nicht. Was steht da? High Voltage Pictures, mein Gott. Ja, kann ich auch überhaupt nicht so sagen, weil ich auch von diesem Film noch nie auch nur ansatzweise etwas gehört habe. Ich hoffe, das hat jetzt jeder, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Ja, John. Aufmerksam geworden bin ich wegen des Covers. Junger Schauspieler drauf. Liam Hemsworth ist jetzt nicht ganz so mein da, aber naja, geht schon mal und so. Und Regisseur, der hat halt Filme gemacht über New York, immer mit dem gleichen Motto, guter Junge aussehender Schauspieler. Die anderen Filme waren alle mit Channing Tatum. Den ich übrigens in White House Down sehr gut fand. Ja, den ich noch nicht gesehen habe in Weißem Unterhemd. Und ich dachte ja, okay, wenn der drei Filme mit Channing Tatum macht, die mir gefallen haben, könnte auch der vierte gefallen, aber der tut es definitiv nicht. Story ist in den 80ern angesiedelt. Geht um einen jungen Mann, der bei der Polizei nicht durchkommt, gespielt von Hemsworth, der sich dann entschließt, für einen privaten Sicherheitsdienst zu arbeiten und dann irgendwie 24 Millionen in so einem Haus überwachen muss und dann auf die Idee kommt, ja, man könnte ja auch Geld auch klauen selber. Und er tut es selber nicht, aber sein bester, durchgeknallter Freund, der macht das dann und zieht ihn dann mit in diese Ganoven. Scheiße rein. Und hier, Rock ist halt der Polizist, der den auf den Schliche kommt. Aber nichts Tolles. Irgendwie hat man mal gesagt,
Das sieht man vielleicht etwas schlecht hier. Das Spiel in den 80ern und Dwayne Johnson hat die ganze Zeit mit einer Uhr auf die völlig 90er und 2000er, also mit so digitaler Anzeige, ist in den 80ern nicht jemand. Und keinem fällt da scheinbar auf, während der Film gedreht wird, dass er diese Uhr anhat. Also, tja. Ich nehme eine Tüte. Ja, ja, das war klar. Ja, dann haben wir den Berg nachher. Welche hier vorne ist nichts. So, ach, ach, hätte ich doch mal was anderes genommen. Ja. Ivan Attal. Oder wie spricht er sich aus? Ivan Attal. Ivan Attal wahrscheinlich. Ivan Attal. Gott sei Dank steht da TT und nicht N. Sophie Mosso. In Fluchtpunkt Nizza. Oder Wer ist Anthony Cimer? Das Original von The Tourist. Wie schön, dass ich The Tourist auch noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich auch überhaupt nicht sagen, worum es in diesem Film hier geht. So ist es. Naja. Aber Sophie Marceau ist natürlich immer einen Blick wert. Selbstverständlich. Weil ist schon eine lustige, kleine, schöne Frau. Die auch nicht wirklich altert. Nee, stimmt. Sie sieht immer noch aus wie bei La Bande. Möchte man immer noch. Ja, sagen wir mal, sie sieht immer noch aus. Sie sieht noch aus wie in La Bande 2. Ja. Man denkt sich immer noch, Mensch, komm doch mal her. Lass uns mal bum bum. La Bum. Ich kenne quasi das Remake mit Johnny Depp. Ja, 50? Nee, soll ich sagen, oder? Ja, muss ja, ne? Also war 14 wahrscheinlich an. Weil 14 war sie. Dann ist sie so alt wie ich, also so jung wie ich. Sagen wir einfach, sie ist jung geblieben. Können wir ja mal googeln. Ja, ist faszinierend. Ja. Nee, ich kenne das Remake mit Johnny Depp und Angelina Jolie, der war. Und deshalb kann ich zudem nicht sagen, ob der vielleicht ein bisschen spannender ist als das Remake. Und ja. Wie bei vielen Filmen gilt, das Original ist um Längen besser. Wer ist Anthony Zimmer? Sie ist eine schöne Frau, er fährt mit dem Zug und sie setzt sich neben ihn und verwickelt ihn in eine Affäre und auf einmal sind alle hinter ihm her und wollen ihn töten. Und er muss herausfinden, warum. Er lebt mich fett. Wer ist Anthony Zimmer? Okay. Ich pack mal nach unten. Haha, nimm doch den oberen. Ja! Genauso schön. Das ist so der absolute Frauenfilm. Heaven over Berlin. Nicolas Cage und Meg Ryan in Stadt der Engel. Ganz tragisch. Total. Ja, kann man einen Film schnulziger machen? Oder noch mehr auf Frauen abgeschnitten? Ich glaube, nein. Sollte so mehr oder weniger fast einem bekannt sein. Dann war noch zu der Zeit, wo Nicolas Cage sich gute Filme aussuchen konnte und nicht in Rotz drehen musste. ja. Er ist halt ein Engel, verliebt sich in diese Ärztin und tja, ganz tragisch am Ende, ich möchte es nicht fahren. Total, ja, wer den noch nicht kennt. Ich kenne ihn noch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Also manchmal frage ich mich echt. Ja, ja, ich habe ihn auch gesehen, zwangsweise, das gehört in die Rubrik, ja, Schatz, okay, ich gucke mal mit. Lass uns den noch mal zusammen schauen. Genau, lass uns den mal zusammen schauen. Ja, das ist so ein Film, so, ach, Dirty Dancing haben wir jetzt schon viermal die Woche gesehen, lass uns doch noch mal Stadt der Engel gucken. Und dann kommt halt wirklich Stadt der Engel und also die Rotze, die läuft aus dem Fernseher. Das trieft nur so. Der ist so schmalzig, palzig. Boah. Dem ist mir gefallen, oder? Und dann dieses Ende. Oh. Ich sag nur. Ah. Ich habe neue Arbeitskollegen. Wir reden halt gerne über romantische Filme, die wir gemeinsam für sich gesehen haben. Und dieser Titel fiel dann öfters. Da war ich eines Abends beim Kick und da hatten sie die für 3 € und dachte, komm. Jetzt muss sie mitreden können, packen wir ein. Also das ist so der Film, wo 60, 70, 80, 90% der Frauen am Ende heulen. Ja, und ich habe da gesessen und gedacht, endlich. Komm, ich nehme mal den hier. Er muss ja weg, ne? So. Oh, nur ein Deutscher bei. Bill Skarsgård. Der spielt doch bei... Bill, das ist doch dann der Sohn vom und der Bruder von, ne? Irgendwas, ne? Egal. Ja, ist ja eine ganze Sippe. Bill Skarsgård, Jan-Josef Liefers, Helen Sjöholm, Stefan Gürdecke und Katharina Schüttler. Nach einem Bestseller von Marianne Friedrichsen. Simon. Jede Familie hat ihr Geheimnis. Könnte aber auch Simon sein. Nein. Simon. Oh, der hat Preise gewonnen. Der hat Preise gewonnen. Schwedischer Filmpreis und Hamburg Filmpreis. Filmfest. Bester Nebendarsteller Jan-Josef Liefers, dass der das noch erleben darf. Der Jan-Josef. Ich gebe mir die Kugel und so weiter. Ja. In einem Toyota. Kenne ich nicht. Toyota, oder? Ich weiß nicht. Nee, ist ein Toyota? Nee, der läuft doch vor der Laterne.
Er läuft doch vor die Laterne. Der andere sitzt doch im Toyota. Es gibt ja mehrere Versionen. Da gibt doch eine, wo er die Kaffee in der Hand hat und dann. Ich kenne nur die, wo er vor die Laterne läuft. Ist auch egal, ich kenne den Film nicht. Ich kenne ihn auch nicht, komm mal kurz ab hier. Ich kenne ihn auch noch nicht. Oscar-nominierter englischer Beitrag von vor ein paar Jahren und geht um Holocaust. Schweden. Ah, und guckt man jetzt darauf? Keine Ahnung. Also, kann man nicht erkennen auf dem Cover. Oder den Regisseur hatten wir vorhin bei einem Unpicking von mir, den Peter Weir, der hat die Truman Show gemacht. Da steht Weir. Ein Film mit Richard Chamberlain, Olivia Hamnett und David Gulpilil. Gulpilil. Ein furioser Endzeit-Thriller, sagt die TV-Spielfilm. Ja, was die immer sagt. Die letzte Flut. Tja, ich kenne ihn nicht. Ich tippe auf Kriegsfilm. Nein. Endzeit-Thriller. Oh, ja, habe ich nicht gelesen. Okay. Habe ich doch gerade vorgelesen. Habe ich nicht zugehört. War ich gedanklich schon wieder. Ja. Es scheint ein australischer Film zu sein, oder zumindest ein Film, der in Australien spielt, wo es in Sydney um sintflutartige Regenfälle geht. Jetzt kannst du weitermachen. So, da wollen wir mal schauen. Furioser Insights-Film. Wir schauen mal, ihr langweilt euch. Von wann ist denn der? 70er. 70er, okay, das ist der nicht. Aber das hört bei der Hüsse nicht. Nun. Das hört sich gerade so in den ersten drei Sätzen an wie ein Roman von Wolfgang Holbein. Aber der hat definitiv diesen Roman erst in den 90er geschrieben. Deswegen. Da geht es nämlich auch um eine Stadt, die von Regenfällen überschwemmt wird und irgendeiner hat Visionen, wo das herkommt und bla bla bla. Das ist ganz schön. Übrigens, ein geiler Film, der letzte, wo eine Stadt von der Welle überschwemmt wird, war hier im Supermarkt. Ja, definitiv. Ja, kenne ich nicht. Ich auch noch nicht. Peter Weir ist, bevor er nach Amiland ausgeflogen wurde und da sowas wie Truman Show gemacht hat, in Australien Regisseur gewesen und hat zwei Filme gemacht in den 70ern, die sehr bekannt sind. Das ist einer davon. Der andere, der noch viel bekannter ist und früher gemacht worden ist, ist der Picnic at Hanging Rock, Picnic am Valentinstag. Da geht es um, wie die Erde mit so ein grusiger Film, der eigentlich nicht grusig ist, wo nichts passiert auch. Viele sagen, das ist das Richtige für dich. Der soll ähnlich sein. So, ich nehme mal den hier. Den habe ich natürlich auch schon. Das war The Mentalist, ne? Das ist The Mentalist. The Mentalist. Der heißt nochmal als Schauspieler? The Mentalist. Nee. Der heißt aber definitiv anders. Aber wie heißt er? Simon Baker. Da habe ich doch gestern einen Film gesehen. Deswegen, da war ich mir auch nicht sicher, ist es The Mentalist oder ist es nicht. Und das war der Film... Dingens. Kirchen. Ich stelle erstmal den vor, dann denke ich gleich nach. Du weißt nicht, was du gestern gesagt hast. Also, der hat seine erste Rolle gespielt in diesem L.A. Noir. Nicht L.A. Noir, wie heißt der Film in Deutsch? L.A. Confidential. Nee, das war der nicht. Ich habe gestern einen Film gesehen, der läuft ja plötzlich durchs Bild. Der spielt auch eine tragende Rolle. Nein, der spielt. Der bleibt schon länger. Der bleibt schon länger, spielt auch eine tragende Rolle. Und die ganze Zeit dachte ich, Mensch, die Fresse kennst du. Halt doch jetzt erstmal den da. Und dann kam im Abspann halt Simon Baker, genau. Ach, ist der Mentalist, aber wie hieß der Film? Egal. Das hält kein Jahr. Politisch schräg, bissig und top besetzt zum Brüllen. Komisch, oh Gott, von den Produzenten von Notting Hill und Bridget Jones. Und dem Autor von Borat. Warte, komm. Das hält kein Jahr. Ja, habe ich schon irgendwie tausendmal irgendwie, steht das irgendwie ständig bei Amazon, wenn ich irgendwie einen Film da drauf mache. Entweder kaufen halt gerade sehr viele oder... Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ich kann nichts so sagen. Ich kann mich auch nur an den Trailer erinnern. Simon Baker. Da geht es doch irgendwie um. Was habe ich denn jetzt halt geguckt? Die Freunde von diesem Pärchen sagen, das hält kein Jahr und die wollen denen das irgendwie das Gegenteil beweisen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was war das? Broke McMahon, nein, das war's nicht. Wir müssen mal eben checken. Ich muss jetzt wissen, welcher Film das war. Sonst bin ich gleich total frustriert. Kennt ihr das auch? Wenn so kommt ja so ein Zwischenruf gleich. Land of the Dead. Ja! Da ist er doch schon. Ja. Land of the Dead, genau. The Devil Wears Prada. Das spielt auch mit Programm. Land of the Dead. Den habe ich mal wieder geguckt. Und da spielt Simon Barker auch mit. Ja. Sogar eine Hauptrolle. Sehr schön. Sehr schön, ne? Ja, neulich in der Videothek und so, was könnte man sich da mal mitnehmen zum Gucken und zum Genießen. Und ich habe davon einen Trailer gesehen, der fand ich ganz irgendwie witzig und dachte mir, okay, Bridget Jones fand ich auch witzig. Bridget Jones witzig, dachte ich mir, okay, britischer Humor ist manchmal schwieriger Humor, aber das versuchst du mal.
Oh, British Humor mag ich, aber Bridget Jones war schon an der Grenze. Ich nehme dir mal deinen Lieblingsschauspieler weg. den habe ich letztens bei Love Film, glaube ich, gestreamt. Geil. Gestreamt. weil der Film mich an sich interessiert, aber ich dachte. Tom Cruise, Jack Reacher. Und ich muss sagen, richtig toller Film. Also muss ich. Er ist ja irgendwie so ein ehemaliger US-Militär. Er ist ein Typ, man glaubt es kaum. Ehemaliger US-Militärpolizist und muss jetzt irgendeinen Fall wieder aufrollen oder wird engagiert, um irgendeinen Fall zu klären. Und hatte halt sehr unkonventionelle Methoden. Und ich fand ihn richtig gut. Also war ein richtig geiler Actionfilm. Ja! Dazu muss man natürlich sagen, in so einem Film ist schauspielerisch Talent jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Nee, das ist richtig. Ja. Trotzdem gucke ich den erstmal nicht. Dann, wenn ich nicht mehr viel habe, dann gucke ich den vielleicht mal. Aber also ich fand ihn gut. Ist halt Tom Cruise, ne? Oder spielt irgendeine geile Sau mit, dann gucke ich ihn auch. Wie heißt denn sein Kumpel da? Ich meinte jetzt mehr weiblich. Ach so. Richard Jenkins, Werner Herzog. Ja, hier. Wer ist denn da? Da steht doch kein Name. Doch, da, Rosamund Pike. Rosamund Pike. Die hat in Bond-Film gespielt. Richtig. Rosebud. Ah, nee, Rosamund. Nee, irgendwann mal. Bond-Girl. Irgendwann mal. Ja, ich habe mich auf dein Urteil verlassen, als in der Bibliothek stand, dachte der Björn hat gesagt, der hat ihm gefallen, guckst du dir einfach mal an, weil ich fand den Trailer grottig. Ja, ich fand ihn auch so. Die Trailer, er steht da gegenüber 3, 4, 5 Leuten, die zusammenschlagen wollen, wie bei den 3 Musketiere. 30 sind doch keine Tagesleistung. Haha. Gucken, was du machen kannst. Komm, ich nehme mal hier Film Noir. Jawoll! Ist ja egal, welchen der. Ach, den Arm. Robert Mitchum, Jane Russell und Vincent Price in ein Satansweib. Der Cover sieht so voll nach Red Edition aus, ey. Ist auch. Also, ist Laser Paradise, ist es? Selber Label, selbes Label. Ja, Film Noir halt, ne? Bla bla bla. Mono. Oh, ne, gar nicht. 2.0, Stereo. Aber 4:3 nur. Jo, irgend so ein. Auch bekannt als His Kind of Woman. Midnight Movie Nummer 11. Nummer 11. Möchtest du diese Sache in 2 nochmal besprechen? Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, Robert Mitchum kenne ich hauptsächlich nur aus Western und da hat er mir immer ganz gut gefallen. Ach, warte mal, ist ein Foto von Vincent drauf hinten? Ja, oder ist er? Der vernetzt sich auch irgendwie nie. Der sieht da aus genau wie heute. What's the price, genau. Wally soll ziemlich miserabel sein, wahrscheinlich irgendwie abgefilmt von irgendwelchen Fernseh-VHS-Kassetten. Aber 4 für den Preis von 10. 4 weitere Film Noir-Titel, da sage ich nicht nein. Ja, da kommt wieder der vervollständigende Sammler durch, ne? Da ist der Sammler. Okay. So, wollen wir einen Cut machen, oder? Ich würde sagen, ja, ne? Cut. Wir cutten mal eben. Damit der Thorsten aus Hannover jetzt auch seine Mittagspause in Ruhe beenden kann. Mal was essen kann. Ja. Und dann. Mittagsgrüße. Mittagsgrüße. Mittagsgrüße gehen heute an. Wen grüße ich denn? Justine. Ich grüße Andreas, wenn ich Back aus. Ich meine Kollegin von der Arbeit, die so tolle romantische Filme schauen. Guckt die das? Weiß ich nicht. Schönen Grüße. Vielleicht später. Tschüss.